So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dungeon Siege. Hier in dieser Wüste. Wir machen hier weiter. Und schauen, was wir noch so alles sehen werden. Auf jeden Fall sehe ich da eine Truhe. Achso, der hat gar keinen. Ein Skick. Let's go! Wenigstens verbrennt der dann gerade mal. So, ich geh mal hier hin. Ich werde die mal killen. Oh, die eine nippelt gerade wieder ab. Hoffentlich stirbt die nicht. Irgendwie ungeil. Ruth hat Stufe. Alter, wie schnell levelt denn der? Der levelt ja dreifach tausend so schnell wie ich. Ist ja abartig. Fokus nur gerade die komische Motte dort. Ah, die haben 1200. Ich kann mich immer wieder nur darüber aufregen, Alter. 1260 Leben, die hässlichen Sandschläge. Die machen mir Aua. Ein Pfähler. Hätten da sind bestimmt paar Feinde da dran. Na, killst du mich? Killst du mich? Killst du mich? Ja. Oh, da ist ja noch einer. Lol. Ah, wir haben schon gewonnen. Warum kann er mich verbrennen? Oh nein, wer hätte es gedacht? Ach Mensch, da ist ja ein Bogenschütze. Ach Mann. Wahrscheinlich sind da auch noch welche, wa? Aber da komme ich, glaube ich, nicht rüber. Ist doch gut so. Oh, eine schöne entspannte Musik. Ein Viertel, was? Ein Viertelpanzer? 230, ich habe 247, Alter. Na gut, dann halt so. Aber wir kriegen ein bisschen mehr Dinges dazu. Sehr gut. Sehr praktisch. Genau, heute tue ich mal. Ist okay. Alter, wie viel die sich heilen, ist ja Wahnsinn. Haben wir den Skick noch? Ja, der ist schon wieder tot. Irre! So, kommen bestimmt wieder ein paar Bogenschützen. Nee. Aber interessanterweise sehen wir hier irgendwelche Viecher, die einfach nicht angreifen. Diese Gürteltiere hier auf dem Boden. Voll interessant auf jeden Fall. Dass die einfach keine Gegner sind. Sehe ich sonst kaum was gesehen, was mich nicht killen möchte. Oh, das sind tote. Tote Drogen, da steht noch einer, oder? Aber was steht denn dabei rum? Ist das ein Dino? Das ist ein Drache, wa? Hätte ja auch ein Dino sein können. Ich glaube, das ist ein Dino. Ach komm schon! Okay, wir müssen im Nahkampf zu dem ran. Wir müssen uns tatsächlich im Nahkampf wegbumsen, weghauen. Weil er mir sonst zu viel AOE speit. Da sind noch ganz, ganz viele andere Gegner da. Heile mich, heile mich, heile mich! Ich teile mich mal nochmal selber. Egal, killen wir ihn. Der Skick wird ganz in Ruhe gelassen. Der hält allerdings nur noch 60 Sekunden. Oh, nervig. Ruth hat gerade an Stärke gewonnen, weil ich den Drachen gekillt habe. Ist klar. Alter, diese Magier ist so widerlich. Was? Erziehung? Nice. Wen erziehen wir denn da Schönes? Alte Gesamtdruck mit 37 Gesetzpunkten pro Sekunde. Hm. Ah, ich hätte ganz gerne mit dem Naturmagier dabei. Das wäre so hübsch. Da unten war ich schon, oder? Ich hoffe, bin ich rübergelaufen. Ich hoffe es. Ja. Da war ich schon. Sehr schön. Ah, mit der Gruppe macht schon Laune. Piu, piu. Sehr hübsch. Der Drache hat den umgenatzt auf jeden Fall. Oh nein, mein Skick ist weg. Muss ich wieder Mana sparen. Eine riesen Brücke. Bestimmt die gleich nochmal wieder. Vorne hinter mir? Nein, hinter mir diesmal nicht. Noch nicht. Kommt bestimmt noch. Und ich habe Stufe 53 im Nahkampf erreicht. Nice.
Tja. Wieder zu viele Items dabei. Wieder 13.000 Gold, jetzt haben wir einfach mal 3,4 Millionen Gold. Ich vertraue dir nicht so recht. Ich denke schon, dass da hinter mir auch einer spawnen wird wieder. Irgendwann. Aber ich sehe, mache ich den 100 Damage pro Hit. Ist schon nice. Wo geht's da lang? Burg Eb und links Klippe des Feuers. Und hier ist Festung Rot. Aber müsst ihr nicht einfach noch zu dem Totengräber posten? Oder war ich da schon? Oder ist das einfach nur Fake? Fake, fake, fake. So, du darfst wieder mal einmal einen Skick beschwören. Darfst du wieder gerne heilen, wenn du Bock hast. Die Pest! Oh, da ist ein... eine Höhle, oder? Da höre ich jetzt nicht so ein Freund von. Aber wir gucken mal. Was war da? Schamanistische Stäbe. Das ist die Frage, wo geht's lang? Links geht's zu den Klippen des Feuers. Also ich will wahrscheinlich erstmal links lang, ne? Wahrscheinlich ist hier einfach nochmal ein optionaler Weg. Na, da geht's rein zur Burg Eb. Kann ich mir nicht, also kann ich mir vorstellen, dass es da zur Hauptstory weitergeht und hier vielleicht noch eine kleine Minikiste irgendwo liegt. Vielleicht wieder mit einem schönen, eine schöne Waffe. So können wir öfters mal so ein schönes Schwert, so ein ledernes. Kriege ich also total oft. Wäre schon geil, nochmal so ein ledernes Schwert zu kriegen. Das ist einfach gar nichts. Naja, nochmal hässliche, dreckige. Blech. Ja gut. Ja, gib dir mal ein bisschen Mana, gib mir mal ein bisschen Leben. Ich glaube, ich stehe einfach mitten an 2000 Leuten drin. Aber wir werden fleißig geheilt. Trotzdem muss ich auf mein eigenes Leben nochmal achten. Ich will natürlich die Magier erstmal killen, ist ja klar. Leider laufen mir alle hinterher. Aber da bin ich so mit der Magier davon. Das ist gut, das ist wirklich der praktisch Adlerauge. Ein bisschen mehr genaue Geschicklichkeit wahrscheinlich. Ah, das ist schon mega nice mit einem Heiler noch im Team. Wie gesagt, wenn es ein Naturmagier wäre, wäre das natürlich noch schöner. Weil ein Naturmagier deutlich besser heilen kann. Aber so viel ist auch nicht verkehrt. Schon nice, oder? Das ist schon krass, ich habe schon wieder an Stärke gewonnen. Ich habe das Gefühl, das geht deutlich schneller in der Gruppe, oder? Na gut. In der Akademie ist Bomber aktuell keine Beschwörung. Oh, da geht's auch noch lang. What the fuck? Okay, ich hätte jetzt hier wieder Ende, aber scheinbar ist das hier noch ein optionaler Weg. Hoffe ich. Kicken wir mal. Noch ein grüner und noch ein grüner nach. Ach du Scheiße. Jana hat mich noch nicht gesehen. Jana hat mich noch nicht gesehen. Ah, so eine Kacke. Heile mich. Okay, jetzt hab ich beide wenigstens aus dem Fernkampf rausgeholt. Dass sie in den Nahkampf gehen, weil im Fernkampf sind die deutlich mächtiger. Zwei grüne Drachen plus nochmal eine Tür. Das wird natürlich hübsch werden. Schauen wir, was wir hier so schönes finden. Erstmal noch 15.000 Gold bekommen. Nice Sache. Und hier noch ein größerer Drache. Wir gehen erstmal links. Um uns die kleine Truhe. Und da ist drin ein großer Gesundheitstrank. Danke sehr. Lecker. Schön, schön. Hier sieht aus wie so ein Knochenfriedhof. Auf dem ich draufstehe. Mein Inventar ist gleich wieder voll. Yay. Sollen wir da eine Feldaxt? Oh, danke. Vielen Dank für diese wertvollen Items. Ich hier noch ein schönes wertvolles Item? Vielleicht noch ein Mana-Trank? Wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, noch besser. Gar nichts. Wirklich nichts. Hier ist einfach nichts drin gewesen. Absolut nothing. What the fuck? Oh mein Gott, ist das schäbig.
Gut, werden wir das nicht näher beleuchten. Diese Hülle hat nie existiert. What the fuck, wo kommst du her? Ah. Mir sind noch freundliche Drogs. Zum Geier kommt ihr her. Drogdorfbewohner und Drogdorfbewohner. Aha. Ist das das Drogdorf und sind die vielleicht freundlich gesinnt? Tatsächlich. Amo. Will sie gar nicht angreifen. Ich will eigentlich meine Waffe gar nicht ziehen gegen die. Cool. Noch ein Drogdorfbewohner. Nichts hier drinne. Ah, das ist ja auch geil. Die sind gar nicht feindlich zu uns. Die Dorfbewohner grundsätzlich ja sowieso nicht, ne? Vielleicht die Kriege, aber natürlich cool, dass wir einfach mal nicht rumschnetzeln müssen, sondern einfach mal ganz entspannt mit den Drog. Naja, reden können wir auch nicht mit denen. Dass wir einfach vorbeilaufen können an denen. Dass wir uns sie nicht durchschlitzen müssen. Die haben Respekt vor uns, aber warum? Und die sind immer noch gebeugt. So, da geht's nicht lang. Okay, die Drohkrieger sind tatsächlich wieder böse. Das sind nur die Dorfbewohner, die freundlich sind. Wie gesagt, ist halt typisch. Dorfbewohner wollen halt nicht kämpfen. Die Krieger hingegen dann schon. Ganz normal. Kleiner hölzerner Rundschild. Eieiei. Ich muss echt mal wieder mal meine Tränke schlürfen. Oh, ein bisschen, ja. Ja, müssen wir. Lila Kettenstiefel, nice. Mal ein bisschen auf die Krieger gehen. Ist denn jetzt Geek schon wieder tot, Alter? So schlecht. Haben wir noch was anderes Schönes zu beschwören? Ich fand den Höllenkeller tatsächlich nicht ganz so verkehrt. Weiß nicht, wer besser ist. Ich meine, der hält halt nur 2 Minuten. Hm. Irgendwie fand ich den Waldkerl irgendwie stärker, oder? Der Skik hält halt mehr durch. Den Höllenkeller natürlich. Wie kostet der an Mana? Ja, der ist wieder freundlich, weißt du? Arschfreundlich und sonst treten sie mir in den Arsch. Dann dürfen wir, jetzt sind die Dorfbewohner wieder hier. Kickst du euch mal aus, ob ihr mich töten wollt oder wie machen wir das jetzt? Soll ich einfach alle schlachten? Ich dachte, dass es hier irgendwo noch einen Händler gäbe, weißt du? Ein Droghändler. Jetzt ist die Frage, wo laufen wir lang? Gibt es 2 Wege, einmal hier und einmal da hinten lang. Ich glaube, ich bin richtig. Oh, die Kamera ist so in AIDS! Oh mein Gott! Ist das schlimm. Hier geht's auch noch weiter, ne? Ich glaube, das ist eher der Ausgang hier. Oder ist das der Haupt... Nunataya. Friede! Alle sind wir Opfer der schrecklichen Seegs. Vor Jahrhunderten jagten uns die Seegs, bis wir fast ausstarben. Als sie dann wiederkehrten, war unsere Kriegsgeneration gerade frisch geschlüpft und konnte den alten Zaubern der Seegs nichts entgegensetzen. Wir gingen ein unkluges Bündnis ein, um zu überleben. Das wollen wir wieder gut machen. Die Seegs planen, ihre geheime Kammer zu erobern, die in der Burg Eb liegen soll. Ihr müsst schnell handeln, wenn ihr dies verhindern wollt. Als Zeichen unserer guten Absichten biete ich die besten Waren, die wir haben, zum Tausch. Danke sehr. Oh, ich kann so. Ja, gut, ich kann gleich. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas geben könnte an Items. Verkauf einfach alles. Ist okay. Nice.
Alter, der Perthrower bringt 50.000 Gold. Adaro bringt 100.000 Gold. Wie bescheuert ist das denn bitte? Das ist ja völlig behindert. Ich brauche keine neuen Tränke mehr wahrscheinlich mal. 29.000 für den Höllenkerl. Jetzt natürlich hier. Einfach mal alles verkaufen, das passt schon. Tränke bleiben. Zauber kommen weg. Einfach mal 1 Milliarde Gold wieder dazu. Ein Amulett hatte ich noch gehabt, aber. Hat jeder schon ein Amulett? Ja, ich glaube, das waren Mana-Punkte gewesen, oder? Gut, 197, schwach, 247. Schade. Nahkampfpunkt wäre cool gewesen. Aber ich kann für ihn natürlich eins kaufen, ne? 42 Gesundheitspunkte dafür, aber. Ah, ich finde die 42 Gesundheit schon nicht verkehrt. Nun gut, nun gut. Schuhe, Nahkampffähigkeit. 20 Rüstung mehr. Und 7 Gesundheitspunkte. Verliere ich dann insgesamt. Naja, ist auch doof. Ah, das ist schwierig. Ah, es passt schon. Waffen. 127 bis 171. Fernkampfschaden. Hm. Und 16 bis 20 Blitzpunkte. Aber hier kriege ich 2 Nahkampfpunkte dazu. Zweihandwaffe. Zweihand, Zweihand, Zweihand. Boah, ich finde es aber nicht verkehrt, auch wenn ich natürlich, komm, kaufen wir mal für 630.000 Gold. Wir nehmen es erstmal so mit. Jetzt die Frage, was gebe ich ihm? 170 bis 161? Jetzt sind Stärke um 2. Hm, 161. Oh, das finde ich ganz gut. Zerfleisch und Sturmaxt. 132 bis 178. Finde ich ganz gut. Let's go. Scheiß auf die Mana-Punkte. Brauchen wir eh nicht. Er ist jetzt ein Verfechter. Er hat auch 50 Punkte. Na, Stäbe brauchen wir im Prinzip nicht mehr. Hm. Hier gibt es auch noch 100 bis 130 allerdings nur. Naja, nicht so gut. Schilde. Ich glaube, da hatten wir ja genügend von diesen roten Dingern gefunden. Kann ich ihm? Ne, kann ich nicht. Zauber. Inferno. Brauche ich Stufe 54 dafür. Picker. 48. Ah, die ist gerade mal 40. Tränke habe ich auf jeden Fall genügend dabei, denke ich. Und Verschiedenes ist leider wieder total an Murks. Ich würde schon sagen, das passt schon, wa? Wir nehmen einfach ein paar Mana-Tränke und Verjüngungstränke und so mit. Wir müssen ja auch wohl wieder Platz für die Items haben, ne? Okay. Aber hier geht's noch weiter. Ne, geht's nicht. Alles gut. Nach diesen 2 Eingänge. Unterwerft die Droh. Kapitel 7, König und Burg. Es gibt nur eine einzige Mission. Seht ihr das? Seht ihr das? Da hat man sich eine richtig Mühe gegeben. Nice, viele Nebenquests, coole Sache. Dann ist das einfach mal Ewigkeiten lang, diese Mission hier. Kapitel 5, 2 Missionen, Kapitel 6, 1 Mission, Kapitel 7, Reise zur Burg Eb. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so das letzte Kapitel, ich weiß gar nicht genau. Also, wie ich am Anfang schon sagte, im Laufe des Spiels merkt man, dass die Entwickler sich einfach keine Mühe mehr gegeben haben mit dem Spiel. Dass sie einfach husch husch schnell weg damit. Finde ich ein bisschen schade. Auch wie gesagt, was die Secrets angeht, nichts mehr da. Keine Secrets, nichts. Nur nervige Gegner. Of the Droog meant the safety of the kingdom had been secured, but a warning had to be delivered to the throne before the revenant sect could succeed in their mysterious. Mein Skick ist verschwunden. Ja, damit beginnt das neue Kapitel. Ich denke, hier wird überall nichts drin sein, ne? Alles leer. Außer sie verbeugen mir auf den Sack gehen. König und Burg. Oh, die Drogen sind. Hm, okay. Okay, machen wir den grünen Drachen. Kreuzfahrer Gogua. Danke für Hilfe. Gogua kann Drachen nicht viel mehr zurückhalten. Wunsch Gogua früher erkennen, waren Grund für ihre Wut. Bevor wir wussten, dass 6 erwachte Wüstendrachen uns angriffen, jeden Tag mehr Angriffe, bis wir in Lebensgefahr waren. Auf unsere Gebete nach Erlösung kamen 6 mit Warnung und Vorschlag.
Die Sechs warnten uns, dass euer König dem alten Drachen in seiner Schlacht befohlen habe, seine Brut auszusenden, um mein Volk im Stammhaus der Drog zu vernichten. Shin einzige Erklärung und Bündnis mit Sex schien einzige Möglichkeit, gegen Drachen zu sein. Auch Gokua hat diesen Gerüchten geglaubt, bis Gokua sah, wie Drachen die Patrouillen von Burg Eb angegriffen haben. Meine Leute beginnen mit Vorbereitung von Opfer, das alten Drachen beschwichtigen soll. Gokua weiß, dies ist sinnlos. Wiederkehr von Sex und Wut der Drachen, kein Zufall. Gokua ist jetzt sicher, dass sechs alten Drachen überredet haben, seine Brut gegen Welt auszusenden. Meine Leute als erste tot, wenn ich nichts uns kann beschützen, aber euer Königreich auch nicht lange sicher. Wenn ihr wirklich seid Helden eures Königreichs, ihr müsst alten Drachen töten, bevor die Sechs ihn aus der Schlacht befreien. Easy going. Erschlagt den Lindwurm in der Schlucht. Ah ja. Oh, sieht aber geil aus. Vom Bild her sieht der richtig nice. Richtig nice aus. Ups. Wir sind schon hier richtig, wa? Ja. Einmal den Höllenkeiler beschwören. Stimmt, mein Höllenkeiler. Mein Skick ist ja schon. Oh. Ja. War nicht so sinnvoll, ne? Die haben einfach 1700 Leben. Das ist doch wohl nicht euer Ernst, Alter. Das kann doch wohl nicht sein, dass die 1700... Jetzt mache ich 115 Damage daran. Aber die können doch nicht 1700 Leben haben. Das ist ein Fehler wieder mal. Das ist doch nicht legit, oder? Alter, holy shit. Ich bin aber sowas von am Arsch. Guck ich den Damage an, Mann. Holy. Aber wenn ich jetzt woanders hingehe, dann greift mich natürlich noch mehr an. Das heißt, es ist schon okay, wenn ich hier stehen bleibe. Warum kriegt meine Skira noch ein bisschen Damage ab? Ah, da kommt noch wieder einer näher, weil der patrouilliert. Na klar, greif mich halt ruhig an, ist okay. Gut, dass er gleich im Dorf ist, ey. Ah, wir ratzen ja alles weg, passt schon. Eitränke haben wir ja noch genug. Okay. So. Viele Gegner hier sind, Alter. Guckt euch das an, wie viel Damage die alle machen. Das ist so lächerlich. Jetzt logge ich natürlich noch mehr an, weil ich irgendwo hinlaufen muss. Jetzt ist der Typ tot, Alter. Ist doch wohl nicht dein Ernst. Wie viel Damage machen die denn? What the fuck? Ey, die können doch nicht 200 Damage pro verficktem Felsen machen. Herrgott nochmal. Du kannst doch nicht so viel Schaden verursachen. Ey, du kannst doch nicht so viel Damage machen. Das ist so lächerlich, dieses Spiel geworden. Ich bin so froh, wenn es endlich vorbei ist. Das ist einfach nur ein Haufen Scheiße geworden. Mann, 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 ey. Die haben 1700 Leben und machen 200 Damage pro Felsen. What? Die können doch nicht so viel Schaden verursachen. Root wechselt zu zerfleischende Sturmaxt der Flucht. Was? Was tut der? Kannst du bitte angreifen, Alter? Wo bist du denn? Bruder! Hallo? Was nehmen wir? Guckt euch diesen Damage an. Das ist so lächerlich, Mann. Alter, guckt euch diesen Schaden an. Holy shit, wer macht denn da so viel Damage? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also echt, das ist so lächerlich. Das ist echt lächerlich. Ey, das sind einfach nur 20 Gegner gewesen. Die haben meine komplette Truppe zerruppt. Und ich musste einfach mal 50 Heiltränke nutzen. Aber da kommen natürlich noch mehr.
Das ist doof. Immer mehr Leben kriegen die. Die haben 1300 Leben. Gut, die sind noch okay. Ich meine, die haben 1700 Leben und machen so viel Schaden. Das ist einfach überhaupt nicht... Das ist nicht balanced. Absolut nicht balanced, dieses Spiel. So eine Schade aber. So ein Schrott aber auch. Ich hab ja nur eine Rüstungsklasse von 485. Aber das hat mir bisher immer noch nie interessiert. War ja immer egal gewesen. Ich krieg einen Ring mit einer Kampfzauberfähigkeit. Nice. Wirklich gut. Wirklich toll. Irgendwie was Praktisches wäre ganz cool. Aber leider gibt es ja nur Schrott in den Ringen. Ja, für was? Für nichts. Wir waren einfach nur Gegner. Nichts so weiter. Da sind noch ein paar Kisten. Das war's. Boah, mach die Leiche weg, Alter. Die stört. Ah ja. Bitte, bitte gib mir nicht so viele Items. Und Mantel. Oh, das ist aber wirklich wow. Uff. Boah, krass. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich muss schon sagen. Es war wirklich gut, dass ich diese ganzen Gegner bekämpft habe. Und so viele Tränke rausgehauen habe für den Mantel. Wow. Also, wow. Muss schon größte Achtung. Größte Achtung dafür. Scheiß packen wir hier rein, den wir nicht brauchen. 4,2 Millionen Gold. Brauche ich unbedingt dieses Gold. Mhm. Na gut. Wir haben noch ein paar Tränke, das passt schon. Weiter geht's. Für den Mantel. Ist gut. Ja, gleich am Anfang, mega gut. Burg Eb, weiter geht's. Aber meine Freunde, das werden wir in der nächsten Folge machen. Denn jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause. Nach 18 Stunden, 49 Minuten Spielzeit, oder fast 19 Stunden. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.